Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es auf unserer Österreich-Tournee. Wir sind vom Wörthersee aus nach Graz. Jetzt sind wir in Linz. Ich will nicht zu viel verraten. Ihr dürft euch erst einmal cinematisch davon überzeugen. Aber heute gibt es hier auf jeden Fall richtig Leistung zu sehen. Ihr habt gerade den fast originalen Audi TT gesehen. Wir sind bei der Firma HST Turbo Tuning. Und Hubi, erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bitte, gerne. So, die Jungs von Rad 48 waren ja neulich auch schon da. Genau, richtig, ja. So, und ich würde aber trotzdem das Auto gerne nochmal zusätzlich vorstellen, weil ich einfach die Technik, die da drin ist, so geil finde, dass ich dem Ganzen auf meiner Plattform auf jeden Fall ein bisschen Aufmerksamkeit geben will. Super. So, und dann kommt auch dazu, dass ich es extrem cool finde. Es gibt ja ganz viele in der Szene, die gleich sagen, nee, wollen wir nicht unbedingt, ist so viel Geheimnis dran, zeigen wir lieber nicht. Deswegen auf jeden Fall vielen Dank schon mal, dass wir das zeigen dürfen. Ja, gerne. So, pass auf, wir fangen mal direkt mal an. Eigentlich ist hier ja nicht mehr viel TT dran. Genau, also vom originalen TT8S ist eigentlich nur mehr die Seitenwand, A-Säule, B-Säule und das Dach übrig geblieben. Das ist bei dem TT Alu oder Blech? Das ist Alu. Ja. Das ist sogar Alu auch schon. Genau, genau. Das heißt, das hätte auch gar keinen Sinn gemacht, das wahrscheinlich irgendwie Kohlefaser zu bauen, weil ist eh schon sehr leicht. Ne? Genau. Also wenn man das Ganze mit Kohlefaser gebaut hätte, dann natürlich noch dementsprechend abgestützt hätte mit Halterungen, damit er nichts flattert und dass er auch wirklich gut hält, wäre es wahrscheinlich das gleiche Gewicht gewesen oder beinahe wie im Prinzip das Original. Das heißt, wir reden jetzt hier von einem ähnlichen Step wie Paul sein GTR. Das heißt, kompletter Gitterrohrrahmen. Mit dem Häuschen drüber. Genau. Spritzwand ist auch nicht mehr original. Nein, auch nicht mehr. Okay, ja, dann ist es eigentlich wirklich so, wie Paul theoretisch in GTR ja auch gebaut hat. Ne? Genau. So, jetzt muss man dazu sagen, dieses Auto wurde wirklich in kürzester Zeit gebaut. Wie lange war es jetzt dran? Ein knappes Jahr oder so gerade mal, ne? Genau. Vor knapp einem Jahr war der Unfall, dann kurz eine Woche Gedenkpause und dann wurde auch schon losgelegt. Ja. War es wirklich eine ganze Woche oder habt ihr euch auf dem Rückweg schon überlegt, wie es weitergeht? Meistens ist man ja schon immer so, dass man gleich... Also man wollte es nicht direkt aussprechen, aber natürlich waren schon Gedanken da, okay, wie geht es weiter? Und jetzt muss man dazu sagen, das alte Auto war auch ein TT und da war was genau passiert? Auf der Viertelmeile? Beim alten Auto ist eben leider der Motor geplatzt, kann man so sagen. Ja. Durch das ist dann eben Kühlwasser ausgelaufen während der Fahrt und durch das, dass natürlich bei diesen Fahrzeugen kein Differential mehr drinnen ist, das Wasser eben nur auf eine Seite von einem Rad, somit ist der einfach 90 Grad abgebogen und... Eine Mauer? Genau. Well, 138, 60 foot, 535 to the 8. Oh no! Oh no! 138, 60 foot, 535 to the 8. Oh no! Mauer dann aufs Dach und dann ja wirklich meterweise auf dem Dach geschlittert? Genau, das Ganze war sehr, sehr schnell. Es waren fast 270, 280 km/h. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, das sah extrem spektakulär aus und umso cooler ist es in dem Moment einfach, dass halt einfach nichts passiert ist. Ne? Genau, es hat, also mir ist überhaupt gar nichts passiert. Ne? Ja, das Auto wurde schon ein bisschen mitgenommen. Aber Und war theoretisch alles kaputt oder hätte man theoretisch vieles noch mal weiternehmen können? Es ist so, dass der ganze Rahmen im Prinzip noch bei mir zu Hause an der Decke hängt. Der Gang, wirklich, ja. Und wäre noch zum Reparieren, auf jeden Fall. Ja. Aber für dich war auf jeden Fall klar, es muss wieder TT werden. Keine Frage. Ja, wir wollten das weiterführen. Ich denke, so viele Leute kennen uns mit dem TT. Und auch die Basis selbst mit dem Alu und so weiter ist ja trotzdem eine super Sache. Ja. Der alte war allerdings nicht schwarz, sondern grün. Genau. Warum jetzt schwarz? Also ich finde es geil, schwarz.
Aber meistens ist es ja so, dass man immer eine genaue Vorstellung hat, welche Farbe ein Auto irgendwie sein muss. Ja, auf der einen Seite wollte ich anfangen auch wieder alles grün haben, damit den wieder ein jeder kennt. Und dann haben wir gedacht, ne, eigentlich ist schwarz wirklich, es schaut richtig cool aus. Ja. Und haben dafür den Rahmen grün gemacht, als kleine Erinnerung an den alten. Ne. Krass. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Kann ich die so aufmachen? Ja. Ja, das ganze Spielchen kennt ihr schon. Das ist wahrscheinlich einmal Rahmen so gebaut, wie er laut Reglement sein muss. Eigentlich alles, was halt rein muss, um es mal so rum zu sagen. Ne? Ich finde ja optisch finde ich immer diese Drag Race Käfige geil, wo man halt wirklich so richtig drin sitzt. Ne? Das ja, ich. Und man fühlt sich trotzdem auch durch das auch sehr sicher im Auto. Man muss halt wirklich sagen, wie lange macht ihr diesen Sport jetzt schon? 2008. Mhm. Ja. Für alle, die jetzt immer noch nicht mitbekommen haben, was wir eigentlich gerade machen, wir reden von einem Viertelmeile-Auto, fällt mir dabei gerade ein, haben wir noch gar nichts so gesagt. Also das ist ein reiner Drag Racer. 2008. Damals auch schon mit dem gleichen Motor angefangen? Also schon immer, war das schon immer so eure... Damals war es noch Golf 3 und die ersten zwei Jahre waren VR6. Also schon ähnlich, schon ähnlich. Ja. Und jetzt kann man ja wirklich bald sagen, ist das hier schon... denkbar so langsam auch wirklich die letzte Ausbaustufe, was eigentlich so, was man mit so einem Auto eigentlich machen kann. Ne? Definitiv, also ich würde sagen, von meiner Seite heraus, mehr geht nicht. Ja. Und wenn selbst du das schon sagst, dann muss das ja wirklich, muss das ja wirklich schon brutal sein. Okay. Ich finde auf jeden Fall schon mal witzig, wenn man das jetzt so sieht, selbst wenn man selber genauer hinguckt, man sieht wirklich eigentlich gar nicht, dass das komplette Häuschen drüber gesetzt ist. Ne? Also das finde ich ist schon extrem, dass man eigentlich denken würde, das ist ein Käfig, der in das Auto gebaut ist. Ja, es fragen auch oft viele Leute im Prinzip, wer den Käfig gebaut hat und dann sagen wir eigentlich, na, eigentlich es ist der komplette Rahmen von dem Auto. Ja. Oder? Hättest du das gleich auf den ersten Blick gesehen? Nee, aber ich stecke da auch nicht so extrem in der Materie. Das ist wirklich eigentlich, das ist eigentlich gar nicht mehr das Auto. Ja. So, das Auto ist eigentlich komplett freifahrend, der ganze Rahmen und da ist nur das Häuschen am Ende rüberkommt. Ja. Ich denke, man sieht es dann wahrscheinlich besser, wenn man zum Beispiel die Front dann runtergibt, dass sich dann doch die Karosserie dann etwas abhebt. Ja. Die überlege, in welcher Reihenfolge wir euch jetzt das Auto vorstellen. Bist du mit dem Auto jetzt schon gefahren? Mit dem neuen Auto? Ja, mittlerweile haben wir das Auto eben am vorigen Wochenende getestet. Leider, die Streckenbedingungen waren leider... Sehr, sehr schlecht. Ja. Waren nicht unbedingt die Tests, was wir sich erhofft hätten, aber sind trotzdem zufrieden, dass soweit alles funktioniert. Ja. Ich glaube, wir müssen noch einmal das alte Auto. Bestzeit von dem alten Auto auf eine Viertelmeile? War eine 7,5. Und jetzt muss man dazu sagen, damit bist du ja in Europa eigentlich schon ganz weit vorne mit dabei, ne? Für solche Autos. Genau. Also als welche Klasse würdest du so ein Auto, ich sag jetzt mal, einstufen? Also wie würdest du es beschreiben? Schnellster R32-Motor oder VR6-Motor wahrscheinlich auf jeden Fall schon mal? Ja. Da gibt es ja schon mal keinen schnelleren. Genau. Okay, Allradklasse ist das. Ja, aber eine 7,5 ist schon... Was ich bei euch immer krass fand, ist... Man hört einfach immer, dass die Autos gefühlt mehr Leistung haben. So, was für ein Topspeed waren die 7,5? 301. Genau. So, das heißt, wir reden auf 300 km/h auf 400 Meter. Und das ist ja definitiv schon was in der Klasse nicht so häufig geschafft wird. Ne? Dass du wirklich über 300 fährst. Genau, richtig. Ne? Wahnsinn. Die 300 waren auch schon damals mit dem Getriebe? Die 300 waren damals mit dem Getriebe, allerdings muss man auch sagen, dass er da wirklich im letzten Gang im Begrenzer war. Bei diesem Auto jetzt haben wir die Achsübersetzung geändert, also würde dann 320, 325 gehen. Ne? In einem Auto, was halt komplett so selbst gebaut ist, ne? Wo eigentlich komplett an jeder Ecke so der eigene Gehirnschmalz alles, steht. Genau. Okay, das heißt, Leistung von dem alten Auto waren? 1580. 1580 PS.
immer witzig bei uns auf dem Channel. Es ist immer so, unter 1000 geht da eigentlich so gar nichts mehr und dann geht es ja so schnell immer nach oben. Brutal. Pass auf, ich würde sagen, wir steigen mal als allererstes vorne und gucken uns mal ein bisschen die Technik an. So, jetzt kommt nämlich das Erste, was euch auf jeden Fall schon mal schockieren wird. Kriegen wir das zu zweit hin oder brauchen wir hin? Ja, das kriegen wir schon hin. Wir brauchen nur... Für die, die mal schnell einen Ölwechsel machen wollen. Ja, genau, richtig. Ja, genau. Zwei Problembogen vorne. Boah, krass. Also wiegt gefühlt weniger als bei einem normalen Auto die Haube. Das ist auch komplett. Ist alles Carbon, ne? Boah. Wer hat das für euch gebaut? Habt ihr da jemanden, der das so abformt? Weil das muss ja alles in einem Stück abgeformt werden. Ja, das kommt von Bulgarien, von M Composite. Mhm. Das heißt, die formen das wahrscheinlich am bestehenden Auto eigentlich, oder wie ist das? Wir haben dort die ganzen Formen, also die ganzen Teile, die Originalteile im Prinzip zu denen geschickt eben. Ja. Und die haben uns das eins zu eins nachgebaut und zusammengesetzt. Ja. Ja, weil klar, weil das muss ja schon, das muss man richtig als Vorderwagen. Genau. Ja, so, was soll ich sagen? Ich denke, mehr gibt es eigentlich schon gar nicht zu sagen, als hier einfach nur rüber staunen. Weil ich würde jetzt auch mal behaupten, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass das der R32 in Deutschland oder Europa ist, wo auch am meisten Technik dran ist, oder nicht? Ja, also wir haben sie gerade im letzten Jahr im Prinzip wirklich viele Gedanken gemacht. Ja. Wir wollten das A so stabil wie möglich haben. Wir wollten das B auch sehr, dass alles sehr einfach gestrickt ist, also dass auch praktisch der Motor schnell zerlegt, zusammengebaut ist. Und haben uns da eben für diesen Billet-Motorblock entschieden jetzt, ja, oder geplant. Also wir fangen ganz vorsichtig erstmal an. R32-Motor, normalerweise wäre dieser Motor bei dem Auto quer eingebaut, irgendwo in der Serie war damals. Genau. Jetzt ist er längs reingewandert mit dem fetten Getriebe, mit einer komplett anderen Hinterachse, das gucken wir uns nachher nochmal an. Und dann wurde darauf aufgebaut. So, jetzt ist das erste Hauptmerkmal, der besagte liebe Billet-Block, den ja alle immer so feiern, heißt, dieser Block ist wirklich einfach aus dem Vollen gefräst. So, das habt ihr auch mehr oder weniger selber gemacht, hier gleich im Ort, ne? Genau. So, das heißt, die Jungs haben einfach mal einen Billet-Block entwickelt, Alu mit Buchsen drin. Mit Buchsen drin, genau. Was beim VR-Motor bestimmt tierisch kompliziert war, wenn die logischerweise so stehen und die Planfläche aber gerade ist. Genau. dann haben wir hier unten eine Trockensumpfanlage drin. Das heißt, die Schmierung ist hier unten über eine externe Ölpumpe, was wahrscheinlich die Konstruktion von dem Block an sich erstmal ein bisschen einfacher gemacht hat, weil man keinen Antrieb für die Ölpumpe braucht. Genau. Dann haben wir einen in Anführungsstrichen serienmäßigen Gusszylinderkopf, aber der eine oder andere, der schon mal R32 geschraubt hat, dem wird sofort auffallen, was macht der Zahnriemen hier, ne? So, weil normalerweise hat R32 hinten eine Kette, die komplett durch das Ölbad läuft. Und hier einfach mal einen Zahnriemen dran zu flanschen, da werden bestimmt einige sich gefragt haben, was ist das? Ja, da haben sie sich jetzt sehr viele gefragt. Jetzt haben wir sehr viele gefragt, ob das jetzt ein 2JZ oder ein RB-Motor ist, bis wir das praktisch dann ein bisschen aufgelöst haben. Also es war schon von Anfang an geplant, dass es eben dieser Zahnriemen drin wird. Da wir speziell im hinteren Bereich mit der Kupplungsglocke, mit dem Schwungrad sehr wenig Platz hatten. Ja? Mhm. Und ja, es war einfach die leichteste Möglichkeit. Wir haben die ganze Steuerkettentrieb alles eingespart. Wie ist dann jetzt mit der Kurbelwelle? Die läuft dann logischerweise an der Stelle einfach ins Leere. Also da sind die Zahnräder noch drauf, aber genau. Der Platz ist einfach verschenkt, sag ich genau. Jetzt mal. Das Kettenrad ist drauf, genau. Und ja, dann halt einfach vorne auf die Kurbelwelle. Aber dann muss das ja auch ein tierischer Adapter hier sein, ne? Dass das alles auf die Originalkurbelwelle so drauf geht. Genau, also wir haben da praktisch eigenes Zahnriemenrad eben fertigen lassen. Und das steckt dann auf der Kurbelwelle drauf und ja. Mhm. Die Räder, wo sind die ursprünglich her? Von was für einem Motor? 2JZ. 2JZ, okay. Genau. Geil, also doch ein 2JZ R32 jetzt hier. Ja, Wahnsinn. Einfach mal von Steuerkette auf Zahnriemen gebaut, das gibt es glaube ich auch nicht so oft. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Okay, aber alles, weil es halt wartungsmäßig einfacher so ist. Ne? Riemen runter,
und los geht's. Genau, ich denke, jeder, was das kennt, wenn wir 32 und 4 Steuerzeiten einstellen, der würde das jetzt feiern. Ne? Ja, alleine auch, genau, wenn es dann halt wirklich mal ist, dass ihr es fair stellt, um mal was zu testen, genau. Das ist von hinten auf der Kette natürlich immer ein tierisches Problem und so ist natürlich optimal. Ne? Und warum aber R32-Motor? Warum hängt der da so dran fest? Der sollte es einfach schon immer sein und deswegen da immer weitergemacht. Oder ist es für dich einfach der ideale Motor? Na, auf keinen Fall. Also das mit Sicherheit. Es wäre mit Sicherheit einfacher gegangen, wenn wir einfach einen 2JZ oder einen RB Nissan Motor gekauft hätten. Ja. Aber irgendwie, es ist ein Audi und ich will da trotzdem nicht die Marken vermischen und so weiter. Ja, ich verstehe das. Vor allem, wenn man einmal so damit angefangen hat, hat man ja auch irgendwie immer den Reiz, wenn es einmal kaputt gegangen ist, so zu zeigen, es geht doch anders und es funktioniert irgendwie so. Ne? Genau. Das ist klar. Boah, okay. Ja, so, Trockensumpf. Das war Thema Nummer 1. Dann geht es weiter. Klar. XXL Toro-Lader. Was ist das? Precision PT? Das ist ein 88mm Pro-Mod-Lader. Pro-Mod klingt immer gleich immer doppelt ernst. Das heißt, die heißen Pro-Mod, weil die dann für die große Klasse geeignet sind, oder? Kann man so sagen, ja, genau. 88mm. Ganz dezent. Ganz dezent, ne? Vor allem, wenn du das Ding hier runternehmen würdest, du kannst ja mal reinfilmen, dann sieht sogar das für dich gerade. Ja, das ist. Ich hab vorhin schon reingeschaut. Hier kann man mal kurz Spiel checken. 88 mm. Das heißt, der Herstellerangabe, wie viel PS? Ungefähr, was soll der können? 1850. Boah, da geht dann schon was, ne? Auch witzig gebaut vom Krümmer her. 3 in 1. Also ähnlich wie es in der Serie ist. Ja. Und dann mit einem Y-Stück in den Toro-Lader rein. Ja. Wir haben sie für einen sehr langen Weg entschieden, das stimmt. Ja, da gehen die Philosophien, glaube ich, auseinander, ne? Sehr weit auseinander. Ja. Weil jetzt hat man wirklich so einen richtigen Bogen da drin. Und dann ein 60er Wastegate. Und das reicht auch, das eine Wastegate, dass ihr den Ladedruck vernünftig regeln könnt? Oder ist es irgendwie so, dass das bestimmte Bereiche... Ja, das reicht für uns. Kann vollkommen. Okay. Ja, genau. Brutal. Es sieht auch so aus, als wenn es genau passt. Also nee, es sieht fast so aus, als wenn ihr den Rahmen drumherum gebaut habt. Aber ihr werdet wahrscheinlich schon den Krümmer danach gebaut haben. Ja, genau. Aber wir wussten ja schon vom Vorgänger, wie viel Platz dann ist. Mhm. Also es war beim zweiten Auto auf jeden Fall schon leichter wie beim ersten. Ja, ja. Puh, cool. So, dann Zündung und Kraftstoff, Methanol drin. Genau, als Treibstoff ist Methanol wird verwendet. Da in dem Auto auch erstmals die Fuel-Tech-Steuerung. Mhm. Auch die Fuel-Tech-Einspritzdüsen, das sind grob 7000 Kubikzentimeter pro Zylinder. Ja, die sehen auch schon so riesig aus. 7000, das ist so ungefähr so fünfmal so groß, wie wenn du eine große Düse schon normalerweise in einem Auto drin hast. Ja, es wird eben eine sehr große Kraftstoffmenge benötigt. Ja? Von dem Methanol, ja. Genau. Ja. Und warum Fuel-Tech-Steuergerät? Wie kam es dazu? Ich würde sagen, es ist einfach im Drag Race in der Viertelmeile einfach die beste Marke, was man kaufen kann. Echt? Okay, krass. Ich denke, die Erfahrung, was die mit den Steuergeräten haben, ist irrsinnig groß. Es sind irrsinnig viele Funktionen drauf für diesen Sport auch eben. Das heißt, wir reden jetzt nicht unbedingt davon, wie der Motor läuft und was er an Leistung hat, sondern alles drumherum, was das Auto dann schnell macht damit. Genau. Was habt ihr da so alles mit angeschlossen? Reden wir jetzt nur von irgendwie von Sensorik oder auch richtig von irgendwelchen Regelverhalten, dass der so Traktionskontrollenmäßig oder irgendwie sowas in der Richtung macht? Wäre theoretisch gesehen alles drinnen, ja. Aber zum Beispiel die Ladedruckregelung. Mhm. Also wirklich, man kann die Ladedruckregelung wirklich so gestalten, dass man von 0,6 bar bis 7 bar Ladedruck mit einer Wastegate-Feder fahren kann. Ja. Mhm. Mhm. Oder was auch im Prinzip kaum Steuerung haben, ist das, dass wir eine Fliehkraftkupplung verbaut haben, die was praktisch mit mehr Drehzahl schließt. Mhm. Das Steuergerät hier überwacht im Prinzip auch die Getriebe-Eingangsdrehzahl. Ah. Also ich weiß genau, wie viel rutscht meine Kupplung. Ja, ja. Was ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Sport ist, gerade beim Anfahren oder auch beim Gangwechsel, dass trotzdem die Kupplung das alles ausgleicht.
Und das macht die Motorelektronik im Prinzip alles mit. Ja. Die lässt sich aber nicht verstellen, die Kupplung. Also die kannst du nur mechanisch einstellen. Die Kupplung wird dann praktisch mechanisch nach jedem Lauf dann eingestellt. Ja, genau. Echt jeden Lauf? Okay, krass. Also, ja, ja. Sobald ihr verstellen müsst, weil ihr irgendwas optimieren genau, könnt, dann. Richtig, ja, genau. Okay. Und die Gewichte verändert und. Ja. Das heißt, Auto fährt auf Methanol. Und deswegen ist der Block auch komplett ohne Wasser. Also jegliches Kühlwasser läuft nur durch den Zylinderkopf durch. Genau. Und das funktioniert so mit auch mal so mal kurz warm laufen lassen und so weiter? Das funktioniert auch nicht mehr, ja. Wie ist das dann so, wenn du so nach so einem Lauf den Block anfährst? Ist der denn schon richtig heiß? Ich denke, das ist vielleicht 60-70 Grad sind maximal. Ne? Das heißt, das Öl hat dann auch schon so 60-70 Grad? Ja, genau. Cool. Ja, da sieht man dann aber doch mal, was in so einem Motor los ist, dass von einem Lauf das ganze Öl auf 60-70 Grad kommt. Mhm. Weil es ja schon, ist ja wirklich nicht lang so, ne? Ja, das ist halt schon alles wirklich auf Leistung gebaut, ne? Wirklich vom Lader direkt in den Ladeluftkühler und direkt in eine Brücke. Also viel kürzer kann man dieses ganze System auch bald gar nicht mehr bauen, ne? Beinahe. Also voriges Jahr hatten wir es noch kürzer. Ja. Da sind wir gleich vom Lader in die andere Brücke. Ja, stimmt, ich erinnere mich, komplett ohne Kühler, ja. Ohne Kühler, genau. Nur mit zusätzlichen Einspritzdüsen in das Rohr. Mhm. Wir wollten halt unbedingt dieses Jahr im Prinzip die Ladeluftkühlung und die Kühlung für den Zylinderkopf in einen haben, damit wir keinen zusätzlichen Wasserkühler nicht brauchen. Und darum jetzt praktisch diese Lösung hier. Okay, das heißt, das Wasser kommt aus dem Wassertank, geht durch den Ladeluftkühler als erstes, genau. Geht dann durch den Kopf, genau. Und geht hinten wieder raus in den Tank. Ja, richtig. Und gar kein Kühler dafür. Das heißt einfach so viel Wasser, dass sich das einfach wie ein Kochtopf nach und nach erhitzt und danach kommt es einfach raus und neues Wasser rein. Genau. Einfache Sache. Und merkt ihr aber einen Unterschied? Also merkt man, dass der Ladeluftkühler dann bei dem Methanol trotzdem noch gut ist? Oder war es ohne Ladeluftkühler eigentlich sogar besser, weil kein Gegendruck und nichts? Der Gegendruck hält sich wirklich in Grenzen. Die Eingangstemperatur zum Beispiel sind jetzt ca. 120 Grad. Mhm. Mit 30 Grad kommen wir wieder raus. Funktioniert super, das System eigentlich. Ja? Echt, aus dem Riesenlader kommt es trotzdem mit 120 Grad schon raus. Okay, aber dann wahrscheinlich bei 4 Bar oder was, also in Richtung, oder was fahrt ihr da so drüber? Na, 3. 3, ja, noch entspannt. Das ist immer krass, die R32-Motoren kommen echt immer mit erstaunlich wenig Druck aus. Ne? Wenn man so überlegt, was so andere sowohl auch im GTR-Bereich als auch Vierzylinder und so weiter. Ne? Da ist der R32-Motor wirklich immer der, wo die Leute mit wenig Leistung, mit wenig Druck schon viel Leistung rausholt. Muss man aber auch sagen, dass praktisch, ich verfolge da immer die gleiche Philosophie, dass ich ziemlich eine große Abgasturbine wähle, auch ein großes Abgasgehäuse dazu, um den Abgasgegendruck im Prinzip sehr weit unten zu halten. Ja? Praktisch, wir reden da auf. Also der Abgasdruck zum Beispiel hier ist weniger wie der Ladedruck. Gell? Ah, krass, okay. Das wird eigentlich sehr selten so gemacht, aber... So, das heißt, Uri hat gerade erklärt, wenn wir hier 3 Bar Ladedruck drin haben, dann ist es in dem Fall sogar tatsächlich so, dass in dem Krümmer tendenziell sogar noch weniger drin ist. Genau, circa 2 Pfund. Ja. Okay, das ist natürlich dann wirklich der Idealbereich. Und dann noch Methanol dazu, was so kalt verbrennt. Das heißt, am Ende hast du da wahrscheinlich so 600 Grad im Krümmer oder so. Ja, genau, richtig. Ja. Okay, das ist natürlich... Das ist natürlich ein Witz... Ja, krass. Und theoretisch alles Eigenbau hier drin, ne? Da ist eigentlich nichts, was man irgendwie... Wie ist das bei dem Thema Rahmen? Nächster Punkt. In dem Rahmen ist direkt integriert die Vorderachse. Das heißt, nur noch Querlenker und Radlagergehäuse gebaut. Genau. Ist das alles jetzt vom Punkt her wie Serie oder auch alles passend zum Jack Race verschoben, dass das Auto am Ende besser fährt? Von der Geometrie her und so. Also wir haben zum Beispiel die vordere Achsgeometrie gerade... Nachlauf und so weiter, alles von einem BMW hergenommen. Ja. Mhm. Also die Achsschenkel sind zum Beispiel auch von einem E46 BMW Allrad. Und von diesem E46 BMW Allrad haben wir dann auch die Achsgeometrie kopiert. Mhm. Mhm. Okay, das heißt in der Hoffnung, dass einfach die Achsgeometrie von einem Heckantriebauto auch dem Auto so ein bisschen gerade Auslauf und Spurtreue und so weiter gibt. Genau, richtig. Ja. Und das haben wir auch in den letzten 3 Jahren, also vom Vorgängerfahrzeug, haben Sie auch schon gesehen, dass das sehr gut funktioniert. Ja. Wahnsinn. Wenn ich hier auch von der Seite mal reingucke, da sieht er halt auch was. Der eigentliche Motorblock ist direkt mit dieser fetten Platte verschraubt. Und diese fette Platte steckt halt wirklich im Rahmen drin. Das heißt, eigentlich ist ja mehr oder weniger der Motor schon bald ein tragendes Teil im Rahmen. Ja, das ist so. Ja, der hängt da halt wirklich hinten und vorne mit dieser fetten Platte
fetten Platte drin. Ja, krass. Okay, so viel schon mal zur Technik. Was denkst du, was an Leistung, wenn du bei rauskommst? Geplant sind definitiv 1800. Ja. Also Lader voll ausreißen. Ja. Was ist Weltrekord auf dem R32 Motor eigentlich? So? Oder hatte da schon die meiste Leistung? Ne? Hatte da wahrscheinlich schon die meiste Leistung? Ich denke schon, ja. Die Leute sind immer ganz vorsichtig und trauen sich über nichts zu sagen. Aber wir können das zum Glück sagen. Nee, also ich denke auch. Also ich habe zumindest nichts gesehen aktuell, was mehr als 1560 auf dem R32 Motor war. Ne? So, okay, jetzt müssen wir uns nochmal um das Thema Getriebe unterhalten. Ich finde auf jeden Fall diese ganzen Detaillösungen finde ich immer extrem cool. Und mit dem Rahmen und so ist das schon cool. Was haben wir jetzt hier für ein Getriebe? Das ist so ein Liberty. Genau, das ist ein Liberty Fünfganggetriebe. Wird per Hand durchgeschalten. Ja. Mhm. Der Vorteil von diesem Getriebe, es gibt keine Unterbrechung, es wird im Prinzip mit einem Gang weggefahren, der nächste Gang wird eingelegt und der vorige Gang wird wieder rausgedrückt von alleine. Ah, verstehe. Das heißt also mehr oder weniger wirklich zwei Gänge gleichzeitig drin, aber nur der eine greift in dem Moment, übertrieben gesagt. Genau, praktisch mit einem Gang, zwei Gänge sind beim Nachschalten praktisch drinnen und der langsame Gang wird dann durch einen speziellen Hinterschliff von der Schaltmuffe wieder rausgedrückt. Also es ist eigentlich immer ein Gang drinnen. Ja. Das heißt, du kannst das Ding wirklich komplett ohne Unterbrechung einfach Vollgas durchziehen? Genau. Es gibt auch keinen Zündunterbrecher, nichts, weil im Prinzip die Kraft nicht unterbrochen wird. Krass. Okay. Und wie schaltet man das Ganze? Weil man sieht hier ja so diese Gassen, das heißt, du musst schon vor und zurück irgendwie, ne? Genau. Also wirklich, man fängt im Prinzip ganz unten an mit dem ersten Gang. Zweite, dritte, fünfte. Ah, ich verstehe. Das ist der erste und er fällt theoretisch automatisch, wenn man schnell genug ist, in dritten, vierten, fünften. Genau, richtig. Boah, aber das ging das so einfach, alles einzustellen und so weiter? Oder ist das schon so eine Wissenschaft für sich, bis das richtig läuft? Eigentlich sehr einfach gebaut ist, ja. Weil sieht natürlich schon so krass auf, weil man schaltet ja gefühlt jede einzelne Schaltgabel hier so selber, ne? Genau. Es braucht auch, durch dieses Prinzip braucht natürlich auch in jeder Gang seine eigene Schaltgabel, seine eigene Schaltmuffe. So, und dann, das ist halt so richtig Drag Race dann davor, dieses Bell Housing, das ist so richtig für die Fliehkraftkupplung auch richtig geschützt. Das ist so kugelsicher, richtig, ne? Genau, so eine eigene Abnahme. Und hier an der Seite, die kleine Öffnung, ist wahrscheinlich zum Kupplung einstellen, genau, die man aufmachen kann, ne? Genau. Ja, man darf halt immer nicht vergessen, wenn hier bei 1800 PS mal so eine Kupplung rausfliegt, das knallt halt schon. Ja. Was wiegt diese Kupplung komplett mit Schwungrad ein? Ungefähr so? Circa 13, 14 Kilo. Ja, 13, 14 Kilo, die hier mit 9000 Umdrehungen. Wie hoch dreht ihr? 9,3. Mit 9,3 da rausscheppert. Ja, okay, ja krass. Liberty-Getriebe, 5 Gänge, einfach nur durchziehen. Hier drunter steckt der Allrad eigentlich, das Verteilergetriebe. Genau. Und dann geht halt einmal Kardanwelle nach hinten und einmal Kardanwelle nach vorne. Gibt es aktuell an dem Fahrzeug noch irgendeine Schwachstelle, wo du als erstes sagen würdest, die wird am ehesten kaputt gehen? Der Fahrer. Also sagst du, ist so technisch gesehen jetzt so ausgereift, dass da nichts mehr schief gehen kann? Ja, also da im Prinzip der Antriebsstrang alles vom alten Auto ist und das auch wirklich super funktioniert hat. Was? Das heißt, das Getriebe ist auch, ich sag mal, bulletproof, da kann auch nichts mehr drin kaputt gehen. Eigentlich. Eigentlich, ja. Bis wie viel PS fahren die Amis das und so? Ja, das Getriebe ist eigentlich ausgelegt bis 1500. Ah, okay. Also doch auch schon sportlich dabei. Ja, natürlich gäbe es die nächste Ausbaustufe wieder, aber das muss dabei haben. Ja. Fliehkraftkupplung? Wie ist das dann jetzt, wenn du, kannst du die auch, weil ich sehe da trotzdem noch ein Kupplungspedal, kannst du die trotzdem irgendwie sperren und normal kuppeln oder wie ist das? Genau, also praktisch, ich kann die Kupplung auch ganz normal betätigen, aber eben durch die Drehzahl wandern praktisch die Gewichte nach außen und drücken die Kupplung sehr stark zusammen. Also praktisch jetzt, wenn der Motor nicht läuft, ist die Kupplung ganz, ganz leicht zu betätigen. Ist halt gerade kraftschlüssig, ja? Mit steigender Drehzahl wird eben der Anpressdruck immer mehr. Und wenn du dann anhältst,
und der Motor läuft, musst du aber die Kupplung treten. Muss ich treten, ja, sonst würde er ausgehen. Genau. Okay, das heißt, sie ist immer leicht vorgespannt und musst nur die Restspannung rausnehmen. Genau. Okay, verstehe. Wie ist das so bei so einer Fliehkraftkupplung mit Verschleiß? Weil ich würde immer denken, dass sowas irgendwie extrem, ne? Ist tatsächlich so, ja, dass die... Extrem, ja. Genau. Das heißt, 20 Läufe fahren und neue Pads reinmachen? Oder wie läuft das aber so? Kann man so sagen, ja. Okay. Aber wenn man auf die Onboards-Video genau hinsieht, sieht man auch oft bei diesen Fahrzeugen, dass wirklich richtig schwarzer Rauch aus der Kupplungsblock kommt, aus der Entlüftung. Also bei, nur noch mit Maske fahren. Müsste man ja bei Methanol eh wahrscheinlich schon sich fast überlegen oder so, ne? Ja. Aber also, es geht dann so schnell, so ein Lauf. Okay, aber ja, dann ist halt wirklich das krasse, Fliehkraftkupplung wirklich nur über Drehzahl, wird die immer weiter vorgespannt. Das heißt, der Weg dahin ist ja schon relativ lange, wie die sich einschleift. Ja. Und das erzeugt halt einfach den Verschleiß. Ne? Bei wie viel Umdrehung? Also kann man das sehen oder erklären, wann die anfängt einzukuppeln und wann die ganz eingekuppelt ist? Schwierig zu erklären. Also wenn man es sieht, dann eigentlich nur jetzt im Prinzip am Datenlog, wo ich im Prinzip genau sehe, beim Start zum Beispiel speziell, dass der Motor eigentlich schon nach einem Meter 8000 Umdrehungen dreht, sage ich mal, ja, aber die Getriebe-Eingangsdrehzahl bei 6000 Umdrehungen zum Beispiel ist. Also deutlich weniger. Mhm. Wie gehst du bei dem Auto bei einem Start vor? Wie stelle ich mir das jetzt gerade vor? Ranrollen? Bremse treten oder hat der irgendwie eine Bremse im Getriebe drin? Wie läuft das mit der Fliehkraft dann? Pumpt man den irgendwie vor? Bei uns ist es im Prinzip so, dass wir einen Landlock haben. Mhm. Praktisch wir bremsen die Vorderachse ein. Mhm. Auch für das Burnout machen natürlich. Mhm. Ja. Also es geht zum Start im Prinzip. Man betätigt den Landlock. Mhm. Und im Prinzip, sobald man dann die Launch Control auslast, praktisch wird der Landlock auch geöffnet und man startet halt dann weg. Ah, okay. Das heißt, es ist aber wirklich in dem Moment eigentlich so, das Auto wird erstmal nur noch von der Bremse gehalten und sobald du die Bremse löst, fährt er mit der Fliehkraftkupplung komplett schon los. Auf der Kupplung stehe ich trotzdem auch. Ne? Ah, stehst trotzdem noch, okay. Richtig, ja. Aber die Kupplung würde trotzdem schon ganz leicht vorrollen, obwohl ich auf dem Pedal stehe. Ja, ja. Dass eben im Prinzip der Landlock. Das heißt, die ersten paar Zentimeter machst du noch mit dem Fuß und danach kommt die Fliehkraftkupplung. Ja, genau, kommt zusammen. Okay, ja, das ist natürlich richtig eine Wissenschaft für sich, bis man das dann so passend eingestellt hat. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber der Bereich zwischen es geht los und sie ist komplett geschlossen, reden wir da eher so von 1000 Umdrehungen oder in welchem Bereich spielt sich das so ab, bis sie dann komplett zu ist? 1000 Umdrehungen, 1500 Umdrehungen. Ja. So in den Dreh, ne? Ja, genau. Weil eigentlich geht es dabei wahrscheinlich ja auch mehr um die Verzögerung, wie lange es dauert, ne? Genau, richtig, ja. Genau. Mhm. Wahnsinn. Ja, das ist schon wirklich, das ist schon eine Wissenschaft für sich. Ist aber so wahrscheinlich das sicherste oder auch das schnellste am Ende für so ein Auto, ne? Auf jeden Fall, ja. Und wie macht ihr das dann auf dem Prüfstand, wenn man den dann misst? Kann man die sperren irgendwie, dass sie... Na, da geben wir ja immer Gewicht drauf, auf die Kupplung. Also viel mehr als wir normal beim Fahren benötigen, ja. Damit die Kupplung eben nicht bei niedrigen Umdrehungen rutscht. Ja. Aber das geht dann durch die Öffnung und müsst ihr immer verrauchen? Ja, durch die Öffnung. Ja. Ja, ihr seht, hier ist Technik ohne Ende drin. Löschanlage, eh klar. Und Hinterachse ist eigentlich auch noch was ganz Besonderes. Die blenden wir gleich mal ein. Da ist komplett auch so eine Vierlinkachse drin. Genau. Das heißt, der Rahmen ist direkt so gebaut, dass diese Starrachse da hinten komplett drin ist. War die in dem alten Auto auch schon drin? War auch schon drin, ne? Ja. So im eingebauten Zustand sieht man jetzt nicht so viel, ja, aber diese Steckachsen, diese Antriebswellen sind dann wirklich 50 mm dick, sage ich mal grob. Ja. Und du sagtest vorhin, da ist gar kein Differential mehr drin, das ist einfach nur starr. Das ist einfach nur starr, ja. Vorne auch starr oder vorne ein Differential drin? Vorne haben wir ein Differential drin. Ja. Mhm. Damit zum Lenken, dass das noch so einigermaßen, genau. einigermaßen geht. Ne? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, also in Summe kann man eigentlich sagen, hier ist nichts mehr original drin. Das ist alles über die Jahre so gebaut, wie sich das gehört. Was für eine Reifengröße ist das? 28 Zoll. 28? Wir fahren mit an der Höhe. Boah. Und L5 hinten breit und vorne 9. Ne? Vorne hinten gleich? Nee, vorne ist schmaler, ne? Vorne ist schmaler, genau. Durchmesser auch gleich vorne? Ist gleich, ne? Genau. Also nicht irgendwie mit Übersetzung vorne hinten angepasst? Ja, wir hatten das voriges Jahr versucht, so wie es Paul fährt, mit größer und kleiner und so weiter.
haben die Übersetzung dann angepasst an den verschiedenen Reifengrößen. Allerdings, ich glaube, dass wir da dass das sehr schwer zum Kalkulieren ist. Ja. Dass es genau passt. Ja, genau. Weil die Reifen blähen, ja. Die werden größer. Ja, vorne sind sie aber schmäler, hinten breiter. Also welche Reifen bläht jetzt mehr und weniger? Und nee, da hätte ich auch immer bei, egal, irgendein Auto, was irgendeine Mischbereifung so drauf hat und Allrad ist dazu, bei Heckantrieb ist das immer egal. Bin ich auch immer vom Gefühl her immer so vorne, hinten lieber gleich. Genau. Ja, Wahnsinn. Was wiegt das Auto, so wie er hier steht? 1000 Kilo. 1000 Kilo? Ja. Das ist gut. Sind, glaube ich, genau 1005 oder 1006. Für die Technik, die drin ist, weil es sind ja schon auch manche Sachen, die wirklich schwer sind. Wie ist das mit so einer Achse? Ist die im Vergleich zu einer Originalachse leichter oder schwerer? Weil es ist ja schon so ein. Na, die Achse ist sehr schmal gehalten gegenüber einer normalen Serienachse. Ich würde schon sagen, dass die leichter ist, ja. Mhm. Aber durch der ganze Antriebsstrang, also wir reden da trotzdem von einer 3 Zoll Kardanwelle, von diesem Nissan Verteilergetriebe, von dem Liberty Getriebe und so weiter, also das läppert sich dann schon zusammen. Ja. Ich glaube auch. Weil alleine, wenn man hier so reinguckt, sieht es halt schon alles massiv aus, ne? Ja. Ich glaube, wir könnten uns in den ganzen Details hier noch Stunden verrennen. Der Kabelbaum sieht auch so krass aus. Habt ihr den selber gebaut oder kann man das auch teilweise so von Fueltech dann kaufen? Man kann ihn kaufen, aber der ist selber gebaut. Oder? Also mit diesen ganzen Motorsportsteckern und so, da ist das schon cool. Da ist ja auch, wissen viele nicht, das Dashboard ist zugleich das Steuergerät. Das heißt, bei Fueltech ist es tatsächlich so, es gibt kein Motorsteuergerät mehr, sondern alles ist hier drin. Das ist halt von der Größe her schon dann witzig. Ich meine, jetzt an den Kabeln sieht man es natürlich auch, wie viel Kabel in so ein Dashboard reingehen, ne? Ja, stimmt, ja. Aber Wahnsinn. Okay, das ist natürlich wirklich schon, dass da so reingeht, ne? Achso, eine kleine Sache zeigen wir euch noch hier unten. Mechanische Benzinpumpe, keine elektrische. Sondern hinten auf der Trockensumpf sitzt auch noch eine mechanische Pumpe drin. Was fährt man da so an Druck in der Rail dann am Ende? Wie viel sind da so drin? Wahrscheinlich auch so 10 Bar oder so in dem Rail. Knapp, ja. 9,91. Der Tank reicht aber auch genau für Einlaufende, ne? Ja, richtig. So, weil mit Methanol wird da ja so viel, was sind das, 10 Liter? Ein bisschen mehr vielleicht, ne? 15? Ja. Aber das hier noch von einem alten Auto? Das ist der letzte Kampfspuren? Ja, genau, richtig. Hier sieht man tatsächlich, wie es ein bisschen abgefräst ist. Wo das alte Auto mal auf dem Dach lag. Ja, brutal. Ja, fahren können wir eh nicht mit dem Auto. Ich würde sagen, so viel auf jeden Fall erstmal schon mal zur Technik. Wir werden uns ja bestimmt spätestens nächstes Jahr irgendwann mal auf einem Event zusammen sehen. Dann müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen ein paar GoPros reinhängen und ein bisschen zeigen, wie dieses Auto so fährt. Letzte Frage, was sind deine Ziele mit dem Auto so? Das ist immer eine schwierige Frage, aber du hast ja bestimmt im Kopf irgendeine. Also, wir haben ja schon gehört, es soll ein 320 werden. Ja, richtig. Übersetzungsmäßig. Perfekt wäre, wenn es Richtung 7.0 runtergeht. Und natürlich würde ich mich extrem freuen, wenn es dann wirklich vielleicht sogar eine 6.9 wird. Ja. Siehst du das als realistisch? Also, wird es entweder eher an der Technik oder einfach an den Strecken in Deutschland scheitern? Also wenn du jetzt so vergleichbare Autos irgendwie so in Amerika guckst, die eine 6.9 fahren, weil die Topspeed reicht ja massig wahrscheinlich dafür, ne? Das Wichtigste bei den Sportsern trotzdem ist die Achtelmeile, die ersten 200 Meter, weil alles, was ich mir in dieser Achtelmeile schon holen kann, brauche ich dann nicht mit Leistung kompensieren. Das heißt, der perfekte Start und eben die perfekte Achtelmeile, ich denke, dass es eher an den Strecken liegen wird, dass man. Ja. Von was für einer Zeit 0-100 reden wir bei dem Auto schon? So ungefähr? 0-100, 1,4, 1,5. Ja, das muss man sich halt mal überlegen, ne? 0-100 in 1, Sekunden. Und das noch auf schlechten Strecken. So, das heißt, wahrscheinlich wird das, wenn man mal die perfekte Strecke hat, wird das wahrscheinlich eher so eine flache 1 Sekunde dann irgendwann sein, ne? Wenn das so losgeht. Ne? Und 100, 200 wird dann wahrscheinlich auch schon irgendwas im 2,4, 5 Sekunden Bereich sein oder so, ne? 2,2 glaube ich. 2,2 sogar schon. Waren es schon. Ich denke, dass es drunter auch geht. Das ist halt fast Formel 1 Niveau, ne? Also um das zu sagen, gut. Ist so schneller, ne? Ich weiß nicht, ich glaube Formel 1 ist so 0, 200 ist glaube ich so eine 4,2 ist eine gute Zeit.
krass. Vier in den Vorhin, dass du da überhaupt hinterherkommst noch mit dem Schalten, weil du musst dann ja bis 200 wahrscheinlich auch mindestens dreimal schalten schon. So? Ja. Das ist ja dann wirklich eigentlich bisher nur am Dauerschalten so. Ja, aber es geht, das geht super einfach. Also man kriegt das sehr gut ins Gefühl rein und... Aber man muss ja schon zum richtigen Zeitpunkt immerhin noch schalten. Ne? Es ist schon so, dass du theoretisch zu früh oder zu spät schalten kannst. Wahnsinn. Okay, also ganz irgendwann mal gibt es vielleicht nochmal eine 6. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Danke. Ich würde es dem Auto auf jeden Fall gönnen. Weil es irgendwie schon von vornherein immer... ich mag das ja, wenn... Es ist ja leider in der Viertelmeile oft so, dass Autos mit der Zeit leiden oder halt gleich lieblos gebaut werden. Mhm. Und da muss man ja bei euch wirklich immer sagen, dass die Kisten immer akkurat aussehen. Ne? Habt ihr den jetzt gerade nach dem Event schon wieder einmal geputzt oder ist er so sauber geblieben? Na, der ist so geblieben. Also da habe ich wirklich, der ist nur vom Hänger runter und das war's. Ich hätte gedacht, dass nach einem einzigen Lauf schon das alles eingestaubt ist, alles dreckig ist. Na, das geht und so weiter schon. Ne? Ja, mega. Okay, jetzt habe ich gerade noch einen kleinen Tipp bekommen. Hubi hat gesagt, er könnte ihn doch vielleicht mal anreißen. Das heißt, das wollen wir uns natürlich eigentlich nicht entgehen lassen, wenn das geht. Gerne. Musst du den irgendwie vorlaufen lassen oder irgendwas? Oder mit Methanol? Weil Methanol springt ja meistens immer so schlecht an. Ja, genau, springt schlecht an. Ich gebe noch die Sündkerzen rein. Mhm. Die sind jetzt draußen. Weil wir trotzdem immer nach dem Laufen immer Kerzen raus, Öl rein, durchstarten. Weil das Gefährliche bei dem Methanol ist einfach, das zieht so krass das ganze Wasser da rein, dass ihr Angst habt, dass irgendwas rostet und so weiter. Das verrostet alles, ja. Ist furchtbar. Echt? So schlimm ist das? Auch das Motoröl, kennst du sicher auch von Paul wahrscheinlich, dass das komplett gelb-beige ist, weil so viel Kraftstoff und Wasser eben in das Öl reinkommt. Das heißt wirklich, nach jedem Wochenende immer Kerzen raus. Genau. Frisches Öl auch rein, muss immer frisch. Immer. Und einmal Zylinder spülen. Also wir lassen ihn dann meistens im Prinzip mit dem alten Öl vom vorigen Lauf praktisch warm laufen. Mhm. Wenn er warm ist, eben Öl raus, neues Öl rein und dann erst wird gefahren. Geil. Okay. Ja, würde sagen, los geht's. Ich wollte gerade sagen, also für einen reinen Methanolstand finde ich, ist das Ding schon richtig gut angesprungen, oder? Da habe ich ja schon ganz andere Autos erlebt. Ja, da herinnen haben wir jetzt aber fast 17, 18 Grad. Trotzdem gut. Ich finde immer krass bei diesen R32 Motoren, wenn das dann in die Liga geht, die hören sich einfach schon gleich anders an. So, immer vom Gas geben her, so wie die so am Gas hängen, ist das irgendwie ganz andere Welt als so ein 800-900 PS Motor. Es hängt natürlich auch mit dieser hohen Verdichtung auch eigentlich
Also, sehr gut am Gas. Ja, also. Was hat der an Verdichtung, wenn du hoch sagst, mit Methanol? Wahrscheinlich eh relativ viel, aber ja, eher so im Bereich 9, 10, 11, 12? 11, 5, ja. Echt 11, 5? Krass. Du kannst ja jetzt sauber fahren, das Ding mal. Ne? Ja. Und was auch der Wahnsinn ist, Leerlaufdrehzahl 1500, Turbolader steht halt immer noch. Ne? Ja. Der ist halt einfach so groß, dass das Rad so ganz minimal sich bewegt. Ne? Und Methanol ist halt immer noch kalt. Ja, mega. Dann vielen, vielen Dank für die kleine Einlage am Ende noch. Jetzt haben wir zwar noch mehr Bock, das Ding fahren zu sehen, aber trotzdem geil mal zu hören. Wir werden es von der Kamera auf jeden Fall nicht rüberbringen können, aber war trotzdem mega. Bitte, gerne. Vielen, vielen Dank und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall auf irgendeinem Event. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.